Ja, auf jeden Fall. Also wenn es jetzt um die Ausbildung geht, Praktikum im IT-Bereich ist natürlich auch viel mehr wert als zum Beispiel, was weiß ich, eine 1 in Mathe oder sowas. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber egal ob Ausbildung oder Studium in der IT, finde ich es eigentlich wichtig, dass man den Dingen auf den Grund geht, versucht zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert und nicht einfach nur Anwender ist. Man will ja zum Schöpfer dessen werden, was der Computer dafür einen machen soll, zum Beispiel. Und das geht, finde ich, auch nur durch Praxis. Da bin ich ganz bei dir. Also machen. Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 51. Das Thema heute lautet digitale Bildung in Deutschland. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen, für die diese Themen ebenfalls interessant sein können. Ich bin heute hier mit Stefan Macke. Hallo Stefan. Moin. Du bist der Gründer des IT-Berufe-Podcasts. Vielleicht möchtest du kurz zu dir sagen, was du machst und wie du dazu gekommen bist. Ja, klar. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Maurice. Freut mich, dass wir heute unterhalten können, vor allem über das Thema, was mir so wichtig ist, nämlich die Aus- und Weiterbildung von IT-Fachkräften. Und da steige ich direkt mal ein. Also mein Name ist Stefan Macke, ich komme aus Vechta. Das ist so ein kleines Örtchen genau in der Mitte zwischen Bremen und Osnabrück im hohen Norden. Deswegen auch das Moin zur Begrüßung. Und ich bin da angestellt bei der Alte Oldenburg Krankenversicherung. Bin da seit einigen Jahren jetzt beschäftigt, inzwischen Abteilungsleiter für die Anwendungsentwicklung. Bin aber angefangen als Softwareentwickler und Softwarearchitekt. Und bin jetzt auch seit 2007 dort schon der Ausbildungsleiter für die IT. Wir bilden hauptsächlich Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung aus, aber einen Systemintegrator habe ich auch dabei. Und ich bin seit 2009 IHK-Prüfer auch für den Beruf Fachinformatiker Anwendungsentwicklung in Oldenburg und auch seit 2009 Hochschuldozent an der PRWT, so eine private Hochschule, wo ich auch Software Engineering, Programmierung, Datenbanken, alles rund um die IT unterrichte. Und ich habe selber 2003 meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht, parallel mit einem dualen Studium der Wirtschaftsinformatik und habe danach noch einen Master im Bereich Software Engineering gemacht und mache jetzt quasi seit ich fertig bin, eigentlich auf der Gegenseite den Part des Ausbilders für meine eigenen Azubis. Von daher passt das Thema, glaube ich, ganz gut. Ich habe es selber gemacht, betreue es jetzt auch seit ein paar Jahren aus der anderen Richtung und darüber spreche ich auch in meinem Podcast. Der heißt seit letztem Jahr IT-Berufe-Podcast. Vorher hieß der 4 Jahre lang Anwendungsentwickler-Podcast, weil das mein Fokus war. Aber jetzt passend zum Neuordnen der IT-Berufe, da werden wir vielleicht auch noch gleich drüber reden. Im letzten Jahr habe ich es umbenannt, weil wir haben jetzt eigentlich eine Ausbildung, die sehr breit aufgestellt ist mit sehr großen Überlappungen und ich mache viele Sachen, die für alle IT-Berufe interessant sind. Deswegen habe ich gedacht, ich nenne das mal um. Ich habe noch einen zweiten Podcast, da rede ich ein bisschen über Legacy-Code, weil wir bei uns in der Versicherungen, so eine gute alte Legacy-Software noch im Keller haben und da erzähle ich ein bisschen was, auch für den einen oder anderen spannend, aber für die meisten wahrscheinlich eher nicht. Und ja, sonst nebenbei, ich habe noch so einen Ausbilder-Arbeitskreis, wo wir uns austauschen, wie andere Unternehmen da so vorgehen, da kann ich auch ein bisschen erzählen, wie es da so läuft. Und meine eigene kleine Softwareentwickler-Konferenz bei uns im Ort, seit 5 Jahren mache ich auch. Also ich bin da sehr umtriebig, sage ich mal. Und in meinem IT-Berufe-Podcast, ja, da geht es hauptsächlich einfach um die Ausbildung, aber auch Episoden rund ums duale Studium oder Studium an sich. Grundsätzlich einfach auch zum Einstieg in die IT, also alles, was Azubis oder Studierende im IT-Bereich bewegt, sag ich mal. Ja, da bin ich super gespannt. Also ich habe selber Informatik studiert. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Ausbildungssituation aktuell ist, ob da viele Bewerber und auch Ausbilder im Bereich tätig sind oder eher wenig. Was ich weiß und was man spürt und was durch die Covid-19-Pandemie noch dringlicher wird, ist das Thema digitale Bildung in Deutschland. Ich nehme an, Österreich und der Schweiz ist es nicht viel anders, aber das hat auf jeden Fall hohe Relevanz für eigentlich alle Ausbildungs- und Studienpfade, oder? Auf jeden Fall. Also zum Thema der Menge. Also seit, ich glaube, schon 2 Jahren ist der Fachinformatiker als, sag ich mal, Oberberuf. Es gibt ja 2 Fachrichtungen. Ich glaube, inzwischen schon der 5. beliebteste Ausbildungsberuf in Deutschland. Das heißt, da kommen dann vorher noch sowas wie Friseur und irgendwie Kfz-Mechatroniker. Aber dann ist tatsächlich die IT jetzt aufgerückt. Also von daher, da reden wir von ein paar Tausend. Die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber Anwendungsentwickler müssten es pro Jahr um die 6.000, 7.000 alleine sein. Und dadurch, dass es jetzt dieses Jahr noch 2 neue Fachrichtungen gibt, also die Zahl wird sogar noch steigen. Das heißt, wir reden da durchaus von über 10.000 jungen Menschen, die das jedes Jahr machen. Wahnsinn. Und der Kfz-Mechatroniker, der wird in ein paar Jahren ja auch eine IT-Ausbildung brauchen, weil das wahrscheinlich sich immer weiter in Richtung Software verschieben wird. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also gerade im Bereich der Elektroniker weiß ich, dass sie auf jeden Fall auch sowas wie Programmierung für diese SPS-Systeme und so schon ja auf dem Lehrplan haben. Also da werden auch teilweise aus der Informatik jetzt, sag ich mal, Module übernommen in die anderen Berufe, weil es dort wichtiger wird. Genau, ja.
Ich habe bei der Recherche zu diesem Podcast eine Studie des BMWi gefunden, die sich da nennt Digitale Bildung, der Schlüssel zu einer Welt im Wandel. Und die Studie ist vom November 2016, also relativ alt. Und wenn man die Studie so durchliest, dann wird relativ schnell klar, dass der Bundesregierung oder zumindest dem BMWi auch damals schon klar war, dass auf jeden Fall ein Push in Richtung Digitalisierung unterwegs ist und dass auch die Ausbildung betreffen muss. Also ich zitiere kurz aus der Studie 2016, wie gesagt, schon heute arbeiten 81% der Erwerbstätigen mit Computern. Ist wahrscheinlich heute 90%. Bei fast 10% geht die Nutzung sogar über die reine Anwendung von Computern hinaus und umfasst Programmieren, Entwicklung, Systemadministration und vieles mehr. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert. Wahrscheinlich liegt der Anteil heute auch noch höher. Wenn man weiter durch diese Studie durchschaut, dann stellt man fest, dass auf der einen Seite gesagt wird, okay, Arbeitsplätze, die einfache Tätigkeiten haben, werden tendenziell durch die Digitalisierung abgebaut und generell werden Leute qualifizierter sein müssen. Aber dann, wenn man das gestaltet, also wenn man die Ausbildung, die digitale Bildung erhöht, dann kann es sogar sein, sehr gut sogar, dass noch mehr Arbeitsplätze entstehen durch den digitalen Wandel. Und das fand ich eine super gute Aussage, die so oftmals gar nicht in den Medien getätigt wird oder man hört sie viel zu wenig. Ja, das ist auf jeden Fall so. Es ist ja immer so das Schreckgespenst der KI, die uns alle irgendwann ersetzen wird. Aber wenn man in der Realität guckt, bei vielen Berufen ist es ja durchaus auch unterstützend, wo die IT eingesetzt wird. Und das hilft mir dann zum Beispiel, ich weiß es nicht, bei einer Tischlerausbildung, da werde ich dann halt nicht mehr geschult, wie ich selber die Säge betätige, sondern wie ich sie programmiere quasi. Also es hält ja in so viele Berufe Einzug und wird jetzt auch, das sieht man auch immer, wenn man diese Neuordnungen mal verfolgt. Alle paar Jahre werden die Berufe ja, sag ich mal, auf den Prüfstand gestellt und man guckt, ist es noch zeitgemäß? Und in fast allen, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, sind eigentlich zwei Sachen immer dazugekommen, entweder irgendwann mit IT oder, und das gilt auch für alle Berufe, Stichwort Nachhaltigkeit. Da kommt jetzt auch immer mehr da rein. Aber IT, gerade auch in diesen klassischen Berufen, gerade wie ich schon gesagt habe, Tischler, da geht es halt heute darum, dass ich die Maschinen bedienen kann und sie im Zweifel programmieren muss und das nicht mehr selber machen muss, ja. Also ich finde das heute schon verrückt in der Medizin, also wie viel Zeit der Arzt bei einer normalen Behandlung darauf verwendet, eine Maschine genau einzustellen auf den Patienten und wie viel Zeit dann für die eigentliche Behandlung im Grunde noch aufgewendet werden muss. Also das ist wahrscheinlich 2/3, 1/3 mittlerweile das Verhältnis und irgendwann, wenn man mit seinem digitalen Profil ankommt, muss man nur noch durch die Schleuse durch und alles ist schon klar. Ja, das wäre schön. Allerdings kenne ich aus der Krankenversicherung, also wir sind eine private Krankenversicherung, auch so staatliche Projekte, zum Beispiel Thema Patientenakte und sowas. Und da können wir in Deutschland noch ein paar Jahre drauf warten, sage ich mal vorsichtig. Aber die Medizintechnik, ich glaube, die sind da sehr weit auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel so Laser-OPs am Auge sehe, da würde ich, glaube ich, auch lieber die Maschine den Schnitt setzen lassen, als einen Menschen, ehrlich gesagt, ja. Also was ich auch ganz interessant fand in der Studie war, die Positionierung der deutschen Wirtschaft wird auch im internationalen Wettbewerb wesentlich von der digitalen Weiterbildung der bestehenden Belegschaft abhängen. Also genau dein Thema, Weiterbildung der Belegschaft, ne, das sind jetzt vielleicht nicht die Azubis, aber natürlich auch das Heranziehen von qualifiziertem Nachwuchs, gerade wenn man sich die demografische Pyramide anguckt und in den nächsten, ich glaube, 5 Jahren gehen sehr, sehr viele Menschen in Rente, also die Arbeitskraft schrumpft eher, muss man natürlich für qualifizierten Nachwuchs sorgen. Wie ist denn da deine Situation? Oder du kommst ja direkt mit den Azubis in Kontakt. Hast du da eine Entwicklung über die letzten Jahre bemerkt? Naja, man sagt ja immer so, diese Digital Natives, die kennen sich mit Technik so gut aus. Ich persönlich habe ich jetzt den Eindruck, dass sich da jetzt nicht so viel tut, also einfach was das Hintergrundwissen angeht. Klar, die können vielleicht Apps installieren und wissen, wie man bei WhatsApp Emojis schreibt, das ist auch alles schön, aber wenn man dann mal ein bisschen nachbohrt, da ist dann halt ganz wenig da, was Verständnis angeht. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann es sein, dass da auf einmal ein gelber Smiley bei mir erscheint, weil irgendwer anders das gerade eingetippt hat? Also da fehlt dann ganz oft das Verständnis. Das sieht man dann, wenn die Leute wirklich im Unternehmen dann sind, wo sie halt dann eben nicht mehr die gewohnten, ich sag mal, Wischoberflächen vom Handy haben, sondern die gute, alte, klassische Unternehmenssoftware. Da tun sich dann viele junge Leute durchaus schwer damit tatsächlich, weil die Oberflächen sind halt gar nicht mehr so, wie sie es vielleicht aus dem Alltag gewohnt sind. Und da muss ich sagen, so diese Digitalkompetenz, die kommt nicht von alleine. Also da muss man schon noch ein bisschen was tun. Und das sieht man dann auch gerade beim Einstieg in die Ausbildung. Da muss man durchaus auch wirklich schulen und Sachen nochmal wirklich vernünftig erklären, damit die dann auch vernünftig damit umgehen können, ja. Also du sagst, die Anwendung von Apps oder Computerprogrammen, das geht so weiter, aber sozusagen das Umdenken, wie erstelle ich das denn oder wie funktioniert das eigentlich genau, da hat sich nicht so viel getan.
Ja, also ist ganz persönlicher Eindruck natürlich, kann man das schwer pauschal sagen, aber ich glaube, wenn ich auch mit anderen, ich habe von diesem Ausbilderarbeitskreis gesprochen, wenn ich mit anderen spreche, da wird immer nur gemotzt, die Qualität der Azubis nimmt immer ab. Schulbildung etc., an den Noten kann man es natürlich auch festmachen, aber ich finde auch die digitale Kompetenz, nur wenn man, ja, wie gesagt, eine WhatsApp-Nachricht schreiben kann, weiß man halt nicht, wie man vernünftig mit dem Computer umgeht. Und gerade sowas wie Stichwort Datenschutz und Sicherheit, was ja auch in Deutschland sehr wichtig ist und allgemein im Internet, das wird da halt komplett vernachlässigt. Also die Leute teilen alles Mögliche auf Social Media. Mein Lieblingsbeispiel, was ich immer gerne nenne, ein Azubi, der mal bei uns angefangen ist, hat vorab in einem Social Media Post geschrieben, Lesen ist doch eigentlich Zeitverschwendung. Und das habe ich dann vorab gesehen und gedacht, Mensch, ja, du willst eine Ausbildung machen über 3 Jahre, willst eine Berufsausbildung machen und sagst so, Bücher, keine Ahnung, ist nichts für mich. Das passte nicht. Und wenn sie dann im Unternehmen sind, ja, dann haben sie tatsächlich auch so eine gewisse Hemmschwelle dann mit der Software vielleicht zu arbeiten, weil sie denken, oh, da kann ich was kaputt machen oder was passiert, wenn ich falsch klicke, landet irgendwas im Internet, wie auch immer. Also auf der einen Seite so privat, total unbeschwert und keine Ahnung, ist doch egal, was ich da mache. Und im Unternehmen ist es dann komplett umgekehrt und so diese beiden Seiten zusammenzubringen, das ist gar nicht so einfach. Was ich festgestellt habe, da habe ich gehofft, dass man da heute ehrlich gesagt weiter ist. Ne? Bei mir, als ich mit Computern aufgewachsen bin, da war es halt so, dass die Eltern oft nicht unterscheiden können. Also der Maurice sitzt am Computer, spielt der mit dem Computer oder erzeugt der wirklich was? Also das ist so, bei anderen Beispielen ist das total plastisch. Ich kann einem Klavierstück zuhören, wie es gespielt wird. Ne? Das wäre halt der Konsum von einem Klavierstück. Oder ich kann selber Klavier spielen oder lernen, Klavier zu spielen. Das ist dann lerne ich quasi das Instrument zu nutzen. Und genau diese zwei Komponenten gibt es natürlich in der IT auch. Ich kann mir angucken, wie funktionieren diese Komponenten und lernen zu gestalten. Oder ich kann einfach konsumieren. Wenn ich mich als Azubi jetzt entschieden habe, die Ausbildung zu durchlaufen und bin dann hinterher fertig, hast du das Gefühl, dass die Ausbildung, so wie sie heute ist, denn gut zu den Anforderungen im Job von den Unternehmen hinterher passt? Oder gibt es da auch noch ein Delta? Nee, das, glaube ich, passt tatsächlich sehr gut. Manchmal sogar zu gut. Ja, also es ist ganz schwierig. Also ich bin ja nun seit über 10 Jahren Prüfer. Ich habe einige 100 Prüfungen mitgemacht und wir sehen dann halt immer das Endergebnis von 3 Jahren oder wenn sie verkürzt haben, 2,5 Jahre Ausbildung. Und da kommt halt alles Mögliche rein. Da kommen, ich sag mal, perfekt ausgebildete Anwendungsentwickler, die programmieren da Schichtenarchitekturen rauf und runter. Super gut. Und es gibt halt aber auch Leute, die 3 Jahre quasi so ein bisschen als, ja, billige Aushilfe angestellt wurden für ein Azubi-Gehalt und dann so ein bisschen, weiß ich nicht, ich sag mal ganz blöd, PHP-Coding für irgendwelche Websites gemacht haben und die am Ende wirklich so gut wie gar nichts können. Und das ist halt ein großes Spektrum. Es hängt halt von den Unternehmen ab, wie viel die in die Ausbildung investieren. Und das ist ein Invest, das kostet Zeit und auch Geld durchaus. Und das meine ich mit zu gut ausbilden. Das bedeutet dann einfach, dass die Unternehmen nur genau das ausbilden, was sie auch brauchen. Dann habe ich da quasi einen, ich sag mal, einen Fachidioten. Der kann dann vielleicht das, wie bei uns, das 20 Jahre alte Legacy-System programmieren, aber der kann halt am Markt sonst nichts anderes mehr reißen, sag ich mal. Und von daher, die Ausbildung, da muss man halt sich bewusst sein, wenn man das macht. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, da muss man halt den Leuten auch mal eine vernünftige objektorientierte Sprache beibringen. Und zwar nicht nur das, was ich für meine Kunden jeden Tag brauche und was fix, fix schnell fertig sein muss, sondern auch mal eine vernünftige, fundierte Ausbildung mit allen Fachbegriffen, Polymorphie rauf und runter, alles, was halt dazugehört. Und da sagen halt viele Unternehmen, ja, kostet schon genug Zeit, den Azubi hier sitzen zu haben, dann soll er wenigstens auch Kohle ranbringen, so nach dem Motto. Und das ist natürlich gar nicht das, was wir dann gerne sehen in der Prüfung, sag ich mal, ne? Haben denn die Unternehmen den Anspruch, auch den Azubi hinterher zu übernehmen? Oder gibt es wirklich schwarze Schafe, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen Azubi, das heißt, ich habe 3 Jahre eine günstige Arbeitskraft, ich mache 2 Monate, arbeite ich den irgendwie ein und dann profitiere ich den Rest der Zeit? Ja, gibt es leider genau diese schwarzen Schafe, gibt es verschiedene, einfach wenn man schon sieht, so, das ist so eine 3-Mann-Bude, die haben aber 8 Azubis da sitzen, dann weiß man schon, jo, das geht in die Richtung. Und alternativ gibt es auch gerne, gerade bei Umschulungen, wirklich Unternehmen, die nichts anderes machen, als Umschüler den ganzen Tag vor so einem PC zu sitzen und mit Selbstlernkursen sich da irgendwie was anzueignen und dann halt irgendwelche Zuschüsse kassieren dafür. So, ne? Das sollte die Ausnahme sein. Ich sage jetzt nicht, dass das den Großteil der Prüfung ausmacht, auf keinen Fall. Ich glaube, der Großteil der Unternehmen bildet für sich aus, bildet auch gut aus, weiß dann vielleicht nicht im Detail, was muss ich den Leuten jetzt für die Prüfung beibringen und da hapert es dann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, die meisten werden gut ausgebildet und die Unternehmen bilden auch aus, damit sie das eben direkt nach der Ausbildung übernehmen können als fertige ITler. Weil die sind natürlich dann 3 Jahre tatsächlich auch in den Technologien geschult, die da benötigt werden und auch in den konkreten Tools und Arbeitsprozessen kennen die Leute. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich da so einen fertigen, ich sag mal, Bachelor oder Master nehme, der noch nie einen Betrieb von innen gesehen hat, übertrieben gesagt, ne?
Also gerade bei Bachelor-Studiengängen wird das ja oftmals den Menschen vorgeworfen, dass sie zwar theoretisch ganz toll sind, aber praktisch relativ wenig gemacht haben. Und das ist wahrscheinlich auch dem Studium geschuldet. Und da kann ich mir vorstellen, dass ein Azubi, der da wirklich 3 Jahre Praxiserfahrung hat oder überwiegend Praxiserfahrung hat, dass der da weiter ist auf jeden Fall. Ja. Gerade in der IT ist es ja so, ne, oder in der Anwendungsentwicklung, lass mich das so sagen, ist es ja so, dass ja Übung den Meister macht und dieses iterative Vorgehen. Ne? Ich probiere etwas, okay, das klappt nicht. Ich probiere es nochmal und mit mehr Übung wird man einfach besser, also wirklich genau wie man ein Instrument spielt. Natürlich darf man auch die Theorie nicht vernachlässigen, aber die Übung schlägt halt einfach alles. Absolut. Also gerade beim Programmieren, die Anwendungsentwickler zumindest, die ich ausbilde, die müssen ab dem ersten Tag bei uns wirklich programmieren und lernen. Sonst schafft man das einfach nicht. Also 3 Jahre hören sich erstmal lang an, aber man muss bei der IT-Ausbildung auch immer berücksichtigen, dass es eine sehr breit aufgestellte Ausbildung ist. Das heißt, ein Anwendungsentwickler muss im Prinzip auch Netzwerktechnik mitmachen, einen großen kaufmännischen Teil, den es da gibt, die ganzen grundsätzlichen Berufsausbildungssachen wie, ja, was nehme ich immer, Genmutterschutzgesetz und solche Sachen, muss man halt alles auch mitlernen. Ne? Und das ist auch ganz schön viel Zeug. Und da bleibt dann gar nicht mehr so viel Zeit für die Programmierung. Ich würde trotzdem sagen, dass die Azubis in den 3 Jahren deutlich mehr programmieren, zumindest in den meisten Betrieben, die ich kenne, als vielleicht ein Bachelor-Student oder Studentin. Denn da wird natürlich dann vielleicht in einzelnen Programmiervorlesungen mal ein bisschen hardcore was gemacht, aber dann ist auch mal wieder ein halbes Jahr nix oder das kommt erst wieder im 4. Semester oder so. Das kann ich jetzt von der anderen Seite berichten als Hochschuldozent. Da habe ich im 2., 3. Semester so ein bisschen Programmierung und dann ist erstmal ein Jahr lang wieder nix und dann kurz vor der Bachelorarbeit wird nochmal so ein Projekt rausgeholt. Da müssen die Leute erstmal wieder lernen, wie war das denn eigentlich noch vor 2 Jahren? Und das ist in der Ausbildung definitiv nicht so, weil da wird in der Berufsschule programmiert, da wird im Betrieb programmiert und dann aber auch wirklich, ja, wie du schon sagtest, am besten von null anfangen, immer eigene Fehler auch machen und machen dürfen. Und dafür braucht man halt auch Zeit und das schafft man halt nicht in so einem Semester nebenbei, ne? Ja, ich kenne das noch von meinem Studium. Also ich habe ja auch den Bachelor studiert, dann später den Master studiert und das war wirklich so, wie du sagst. Also da gab es einen Kurs, Algorithmen und Programmieren, 1 und 2. Und abseits dieses Kurses, ne, gibt es natürlich viel Mathematik, Physik, andere Sachen. Aber ein Jahr Physik bringt dir jetzt nicht unbedingt was für Anwendungsentwicklung, wenn es nicht Anwendungsentwicklung im Bereich Physik ist. Und also man hat viele Nebenkriegsschauplätze, die man auch irgendwie bestehen muss und die einen fürs Berufsleben vielleicht nicht so unbedingt in die Karten spielen. Was hast du denn in deiner Erfahrung Defizite gesehen und sagst, okay, das könnte man auf jeden Fall verbessern? Also ein Inhalt oder mehr Praxisbezug, naja, das glaube ich, hast du gesagt, der ist schon da. Oder ein spezielles Tool, also Linux-Schulungen oder die Linux-Kommandozeile, Git. Was ich immer wieder feststelle, das ist für mich so ganz natürlich, weil ich mich so lange damit schon beschäftige, was aber für jüngere Kolleginnen und Kollegen oftmals dann noch, wo es Nachholbedarf gibt, ist so generell die Funktionsweise des Internets. Also was ist ein DNS? Eintrag, IP-Adresse, Network Address Translation und so weiter. Ne? Wie funktioniert das alles zusammen? Was passiert bei einem HTTP-Call über alle OSI-ISO-Schichten? Also dieses grundlegende Verständnis, das hilft einem ja schon bei der Anwendungsentwicklung oder einfach beim Debugging, wenn es Probleme gibt, dass da oftmals dann noch Lücken klaffen, die man aber auch dann schließen kann. Richtig. Also das ist in der Ausbildung tatsächlich schon so vorgesehen. Ich hatte schon gesagt, die IT-Berufe sind sehr breit aufgestellt und genau diese Themen, die du auch gerade angesprochen hast, kommen 1:1 in der Abschlussprüfung dran. Also da muss man tatsächlich auch im Jahr 2021 noch ein Subnetting mal machen und berechnen. Es kann aber auch sein, dass Elektrotechnik-Themen drankommen. Es gibt ja auch einen Beruf, den Systemelektroniker, der eher in Richtung Elektriker geht. Also von daher kann aus allen möglichen Bereichen was drankommen und gerade diese Geschichte Netzwerktechnik, ich sag nur ISO-OSI-Modell zum Beispiel, also das ist absolutes Pflichtprogramm für jeden IT-Azubi, egal ob Anwendungsentwickler oder Kaufmann tatsächlich. Und diese breite Basis, das ist es auch, was die Prüfung am Ende so schwierig macht, weil man halt in vielen Bereichen zwar eher oberflächlich dann Sachen wissen muss, aber wirklich sehr breit aufgestellt ist das Ganze. Und da glaube ich schon, dass man dann auch als Anwendungsentwickler von den Sachen profitiert, weil man halt eben weiß, ja, was passiert denn jetzt auf welcher Schicht? Wo ist hier TCP/IP? Wo ist der Handshake jetzt hier gelaufen oder was auch immer? Also das lernt man tatsächlich mit, wobei man dann immer sagen muss, was man im konkreten Unternehmen dann wieder lernt. Das ist dann halt immer sehr unterschiedlich. Das kommt halt auch noch dann darauf an, was die Unternehmen wirklich brauchen oder auch ausbilden. Aber in der Berufsschule, wenn man sich den Rahmenlehrplan anguckt, da sind diese Themen für alle Berufsschüler verpflichtend im IT-Bereich. Ich kann das aus meiner Praxis berichten, dass ich arbeite oft mit Data Scientisten zusammen, oftmals Doktoranden oder schon promoviert, ja, und die wissen nicht, was eine Subnetzmaske ist. IP-Adresse schon, aber so Port Forwarding, Network Address Translation, also das braucht man auch nicht, wenn man statistische Modelle auswertet, ne, weil das eher so einen forschenden Charakter hat oder wirklich wissenschaftlichen Charakter, aber das sind halt Basissachen und wenn ich nicht weiß, wie ich die Daten von dem einen Server auf den anderen kopiere, dann hindert einen das doch bei der täglichen Arbeit, einfach beim profanen Doing.
Absolut, ja. Also du hattest gerade noch sowas angesprochen wie Linux Shell oder sowas. Also das steht tatsächlich nicht explizit irgendwo in einem Lehrplan, weil grundsätzlich bei den Berufen ist es eigentlich immer so, nicht nur in den IT-Berufen, dass diese Berufsverordnungen, die die Inhalte festlegen, bewusst, ich sag mal, zeitlos geschrieben sind. Sodass man eben, wie zum Beispiel die IT-Berufe, die waren jetzt seit 20 Jahren unverändert im Einsatz und wurden letztes Jahr halt zum ersten Mal überarbeitet. Und so lang galt die Verordnung und sie gilt auch heute noch. Die nächsten 2 Jahre gibt es noch Prüfungen dafür. Aber du wirst da zumindest nirgendwo irgendwas finden wie, man muss Linux können oder Windows können oder sonst was, sondern wird halt stehen, man muss mit einem Betriebssystem umgehen können, man muss die installieren können, warten können, patchen können, solche allgemeinen Sachen. Und dadurch sind eigentlich diese Berufsverordnungen sehr flexibel auch auf die Praxis anpassbar. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, da steht drin, man muss ein Betriebssystem lernen, dann kann ich als Unternehmen sagen, ja gut, wir arbeiten mit Linux, dann lernt er oder sie halt hier Linux und andere machen halt Windows. Und darauf sind dann aber auch die Abschlussprüfungen so eingestellt, dass halt eben nicht gefragt wird, wo muss man in Windows klicken, um dies und das zu machen, sondern es geht dann halt um die abstrakten Sachen, um die Konzepte dahinter. Und das finde ich eigentlich auch sehr gut, weil das soll ja keine Technologieschulung werden, sondern man soll ja die Grundlagen verstehen und das einfach auf andere Betriebssysteme zum Beispiel anwenden können. Ne? Ja, und das ist wirklich auch total wichtig, dass man sich nicht auf konkrete Technologien festlegt. Also ich weiß, dass große, nahezu monopolartige Hersteller finden das total toll und verteilen ihre Software kostenlos an Schulen und Bildungseinrichtungen, damit die Leute möglichst daran gewöhnt werden und dann im Beruf ebenfalls nach dieser Software fragen. Aber ich finde es auch total wichtig, dass man die abstrakten Konzepte versteht und ja, einfach den Computer versteht und nicht unbedingt versteht, wie ein Produkt funktioniert oder am besten beides. Aber dann kann man das Produktwissen dann auf das allgemeine Wissen abbilden. Also ich kann für mich sagen, dass ich, keine Ahnung, wann habe ich damit angefangen? 2001 oder so habe ich das erste Mal Linux installiert und das hat mir so ein viel besseres, also man hat natürlich ordentlich geschimpft, weil vieles zum damaligen Zeitpunkt nicht ging. Stichwort Hardwareerkennung. Die war 2001 noch nicht so weit. Aber dadurch, dass man diese Probleme lösen konnte und lösen musste und super viel im Internet gelesen hat, wie geht das jetzt genau, habe ich extrem davon profitiert im Nachhinein. Kann ich nicht anders sagen. Das kann ich nur unterstreichen. Mit meinen Azubis mache ich im ersten Lehrjahr direkt das Aufsetzen eines eigenen Linux-Servers. Also von Domäne registrieren bis hin zu Installation, welches Betriebssystem, wie partitioniert die Festplatte etc. Also das finde ich auch, dass man an diesem lebenden Objekt einfach so viel lernt. Und für mich ist auch wichtig, dass ich mindestens noch ein zweites Betriebssystem mal gesehen habe und nicht halt eben nur Windows, was ich sowieso kenne. Von daher, da kann man sehr viel dran lernen auf jeden Fall. Ja, und gerade bei Großunternehmen, die haben ja einen ganzen Zoo im Einsatz. Alles, was in den letzten 30 Jahren mal irgendwo verkauft wurde. Und wahrscheinlich sind es die letzten 40 Jahre bei Versicherungen. Ja, mindestens, genau. Wenn du zum Beispiel Defizite in den Lehrplänen erkennst, ne, durch deine Tätigkeit, hast du denn die Möglichkeit, darauf einzuwirken und da Verbesserungsvorschläge einzubringen? Wirst du da gehört und werden diese Verbesserungsvorschläge dann auch umgesetzt? Ja, da muss man jetzt tatsächlich, wenn ich das Wort mal auseinandernehme, also der Lehrplan ist ja tatsächlich das, was in der Berufsschule Relevanz hat. Und für die Ausbildung im Unternehmen gibt es den sogenannten Ausbildungsrahmenplan. Und da drin sind dann, also tatsächlich für die IT-Berufe bislang, waren da so ungefähr 150 Paragraphen, wo drin steht, was man alles so lernen muss. Und das ist, wie gesagt, sehr zeitlos gehalten. Da haben sich wirklich viele Ausbilder und Ausbilderinnen immer gefragt, was soll das eigentlich heißen? Was soll ich jetzt da vermitteln? Weil es halt teilweise vor 20 Jahren aufgeschrieben. Und wie gesagt, letztes Jahr gab es diese Neuordnung und bislang hatte man wenig Chancen zu sagen, ich will aber, dass im Rahmenplan was anderes steht. Das ist halt quasi ein Gesetz, das ändert man nicht so schnell. Aber für diese Neuordnung im letzten Jahr, das kam fast alles aus der Praxis. Also es sind dann Arbeitsgruppen gebildet worden aus verschiedenen Industrien, aus Dienstleistungsunternehmen oder produzierenden Unternehmen. Und es sind immer Leute von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zusammengekommen und haben sich dann angeguckt, was brauchen wir heute in den IT-Berufen. Sind natürlich auch Lehrer mit dabei gewesen und so weiter und haben das wirklich auf einen sehr modernen Stand gehoben und dann aber auch wieder versucht, das eben zeitlos zu formulieren, sodass dann zum Beispiel, was jetzt dazugekommen ist, so etwas wie, man muss vielleicht einmal eine Versionsverwaltungssoftware beherrschen. Da wird jetzt aber nirgendwo drinstehen, Git oder SVN oder sonst was. Es gibt aber passend zu den Berufsverordnungen eben solche ja, über 100-seitige Handreichungen, wo dann genau drinsteht, was sie sich darunter vorgestellt haben. Und da würde dann drinstehen, tatsächlich Git steht da explizit so drin, sodass das eigentlich das ist, wo die Ausbilder und Ausbilderinnen dann drauf gucken. Beim Lehrplan für die Berufsschule sieht das ein bisschen anders aus. Und der ist, ja, wie man das halt aus der Schule kennt, ein bisschen schwerfälliger, sage ich mal vorsichtig. Und der ist noch ein bisschen abstrakter formuliert. Also durch meinen Ausbilderarbeitskreis habe ich ja auch Kontakt und durch den IHK-Prüfungsausschuss mit anderen Lehrern. Die haben sich da sehr, sehr, sehr schwer getan, das, was da vorgegeben wird, auch in eine sinnvolle Unterrichtsstruktur zu überführen, muss ich sagen. Aber für den betrieblichen Teil ist es eigentlich ein Geschenk, weil es sind super viele spannende Sachen drin und auch sowas wie, was ich super gut finde, sowas wie Diversität im Alltag leben zum Beispiel oder eben diese
diese Nachhaltigkeit, die jetzt dazu kommt. Verschiedene Programmiersprachen auch offen gehalten. Es muss nicht nur objektorientiert sein. Es kann auch funktional, prozedural, was auch immer sein. Also da kann sich eigentlich jedes Unternehmen wiederfinden und irgendwie die Sachen, die es sowieso im Alltag macht, schon auf diesen Plan quasi übertragen. Und ja, die Lücken, die dann noch übrig bleiben, die muss man halt irgendwie sehen, wie man die vermittelt. Aber ich finde es immer ganz wichtig, auch in der IT, hatte ich eben schon gesagt, es soll keine Produktschulung werden. Das heißt, man wird zum Beispiel auch in der Abschlussprüfung immer nur Pseudocode-Aufgaben bekommen und nie programmier das mal in Java, programmier das mal in ABAP oder sonst irgendwas, weil es gibt halt nicht die eine Sprache, die jeder lernt. Und deswegen geht es auch da wirklich nur um die Konzepte, kann ich einen Algorithmus formulieren? Und dafür muss ich keine Programmiersprache kennen, sondern kann ich einfach auch auf Deutsch hinschreiben, für jedes Element in der Liste mache dies und das. Und dann ist die Prüfung trotzdem eine Eins. Ne? Man muss das Konzept verstanden haben, wie man etwas sortiert und nicht unbedingt. Die Programmiersprachen ändern sich sowieso. Du hast gesagt, dieser Ausbildungsplan, der wurde im letzten Jahr aktualisiert. Ist denn deiner Meinung nach da wirklich etwas verbessert worden? Kannst du das so unterstreichen? Ja, absolut. Also ich habe mir tatsächlich die Arbeit gemacht, den gesamten alten Ausbildungsrahmenplan mit dem neuen gegenübergestellt und geguckt, was ist noch drin, was ist weg. Es sind erstmal deutlich weniger Paragraphen geworden, aber es sind immer noch mehr oder weniger die gleichen Inhalte, ein bisschen aufgefrischt, sage ich mal. Es sind aber auch, wie gesagt, spannende Sachen dazugekommen, die ich auch sehr wichtig finde, gerade in der IT, das Thema Diversity. Also wenn ich meine Azubis frage, da sitzen 30 Schüler, davon sind 28 Männer und 2 Frauen. Und das sieht wahrscheinlich in den Unternehmen auch ähnlich aus und beim Studium auch. Da müssen wir irgendwie was dran machen. Und das finde ich zum Beispiel super, dass sie das explizit mit aufgenommen haben, dass man da einfach was tun muss. So, ne? Und wie gesagt, diese Handreichung zu dem Ausbildungsrahmenplan, da sind wirklich, ich sag mal, Leading-Edge-Sachen drin. Also von Cloud Computing bis Big-Data-Geschichten. Git ist zwar inzwischen schon Standard, aber im 20 Jahre alten Berufsbild, da gab es das noch nicht. Also da haben die wirklich auch moderne Sachen untergebracht, die auch Standard in Unternehmen sind. Das muss ich schon sagen, absolut. Da hat sich wirklich was getan im Vergleich zu der alten Verordnung. Heißt natürlich auch, dass die ganzen Unternehmen jetzt erstmal ganz viel noch umstellen müssen. Für mich selber gilt das auch, weil wir müssen natürlich noch mehr Sachen jetzt vermitteln als vorher. Aber was Praxisrelevanz und auch Aktualität angeht, ist das eine super Verbesserung auf jeden Fall. Gibt es denn etwas, was du sofort ändern würdest, wenn du es könntest? Also ein Punkt, der dir sauer aufstößt oder wo du gesagt hast, okay, das ist nicht so glücklich oder hier fehlt etwas, also etwas, was dir wichtig ist. Nee, muss ich ehrlich sagen, also ich konnte noch alles, was ich vermitteln wollte auch. Ich gehe auch mal so rum ran, was würde ich denn einem jungen Menschen da vermitteln wollen? Und das habe ich da immer wieder gefunden und es kamen immer noch Sachen dazu aus dem Rahmenplan. Klar, in der Formulierung kann man sich jetzt streiten, wenn man das nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr gut gelungen. Mir fehlt da jetzt nichts in dem Sinne. Nee. Das Einzige, was ich immer wieder mitbekomme, ist halt, dass die Berufsstudie ist halt sehr langsam, behäbig, sage ich mal. Ne? Also bis da mal ein bisschen was passiert, da wird halt immer noch mit Unterrichtsmaterial teilweise gearbeitet von vor 10 Jahren. Das liegt natürlich auch viel an den Lehrern. Gibt auch Superlehrer, keine Frage. Ich kenne auch ganz, ganz tolle Berufsschullehrer. Aber das System an sich ist halt enorm schwerfällig. Das heißt, bis da wirklich mal was passiert, jetzt zum Beispiel an unserer Berufsschule, wo meine Azubis hingehen, wird jetzt seit diesem Jahr auch mit der Neuordnung zum Beispiel mit Python in die Programmierung eingestiegen und nicht mehr mit Java, wie die letzten 20 Jahre. Das finde ich zum Beispiel super. Aber es setzt auch voraus, dass der Lehrer oder die Lehrerin das halt auch können muss. Und das ist halt auch nicht so gegeben. Die werden auch nicht ständig fortgebildet. Im Gegenteil, die müssen sich das teilweise noch selber aneignen. Und dann macht man das halt mal nicht eben nebenbei. Also das ist so mein größter Kritikpunkt, das sagen die Azubis auch immer. Wir haben immer so Evaluierungsgespräche, wo die dann sagen, wie ist so das Zusammenspiel zwischen Berufsschule und Unternehmen? Und dann kommt eigentlich fast immer, ja, im Unternehmen sind wir einfach viel weiter. Die Berufsschule ist einfach zu langsam. Da muss man den natürlich auch immer zugute halten. Der Fachinformatiker, über den ich jetzt hier hauptsächlich rede, das ist ein Beruf, den kann man mit 16 quasi mit Realschulabschluss beginnen. Gibt aber auch viele, die das inzwischen nach dem Abi machen oder Studiengang abgebrochen haben und wieder einsteigen. Von daher sitzen da Leute, die haben noch nie irgendwas mit IT zu tun gehabt und dann irgendwie quasi fast fertige Studierte und die natürlich alle auf einen Nenner zu bringen, ist schwierig. Von daher, ich weiß, dass das ein bisschen anders ist als im Unternehmen, wo ich quasi alle so ein bisschen mit durchziehen kann. Aber wenn ich was ändern könnte, würde ich irgendwie mehr Dynamik in diese Berufsschule bringen. Du hast eben mit Stichwort Diversity schon ein wichtiges Thema angesprochen. Es ist natürlich nach wie vor gesellschaftlich so, dass viel mehr Männer in diesen technischen Berufen unterwegs sind als Frauen, weil halt auch noch dieses gesellschaftliche Bild vorherrscht. Es ist total selten, dass eine Frau hier einen technischen Beruf ergreift. Also ich glaube, die größte Rolle da spielen die Eltern, weil die einfach dieses Weltbild noch in sich tragen und dadurch dann diese Prägung auf ihre Kinder weitergeben. Gibt es da so eine Art Wechsel in der letzten Zeit? Ich meine, den zu erkennen, auch so in meinem Umfeld. Also ich sehe immer mehr Frauen, die in der Technologie arbeiten und für die das ganz normal ist, was ich super finde. Als ich studiert habe, war auch der Frauenanteil, das waren auch 2% oder so. Also ganz, ganz gering an dieser Ingenieursschule. Und ich habe aber schon das Gefühl, auch es gibt zum Beispiel so eine Initiative, die heißt Codivity, das ist digitale Bildung für Kinder und Jugendliche. Da ist es deutlich balancierter, weil junge Mädchen natürlich auch sich begeistern, wenn man so ein leuchtendes Armband programmieren kann oder Roboter steuern kann oder einfach plastisch etwas entwickeln kann. Das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern die Begeisterung ist einfach da, dass man was erschaffen kann, was kreieren kann.
Absolut. Also ich habe bei uns in der Nähe auch mal an so einem kleinen Arbeitskreis teilgenommen, wo dann genau sowas gemacht wurde, so quasi Programmieren mit Kindern und dann auch, wie du schon sagtest, mit so einem kleinen Malroboter oder einfach auch so eine grafische Programmiersprache, wo man so ein bisschen puzzelmäßig was zusammenstecken kann. Scratch heißt die. Und da waren genauso viele junge Mädels wie Jungs dabei. Ich glaube aber, dass das Elternhaus da tatsächlich einfach noch ganz oft dieses klassische Rollenbild hat. So, oh, das Mädchen möchte was mit Technik machen, das passt doch gar nicht. Und dann kommen sie in die Schule und da gibt es dann die Lehrer, die sagen, ja, du bist aber das einzige Mädchen hier, hast dir das gut überlegt, so nach dem Motto. Und das finde ich eigentlich ganz traurig, denn es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass Mädels das nicht machen. Im Gegenteil. Also ich hatte zum Beispiel eine Auszubildende, wirklich tatsächlich, und die hat bei uns im Unternehmen als Niedersachsens beste Anwendungsentwicklerin ihre Prüfung gemacht. Ja? Und die hatte vorher noch nicht eine Zeile Code programmiert. Also von daher, es muss nicht ein junger Mann mit 20 Jahren schon seit 10 Jahren programmieren, um diese Ausbildung gut zu machen. Im Gegenteil. Das kann man alles lernen. Und das finde ich ganz traurig. Wir haben bei uns, also ich komme aus dem Oldenburger Münsterland, das ist so klassische, ganz konservative Region Deutschlands, nennt man auch den Gülle-Gürschel bei uns. Da gibt es, ich glaube, 10-mal mehr Schwein als Einwohner, also richtig Bauern vor Ort und so. Und da ist so dieses ganz klassische Rollenbild auch tatsächlich. Und wir haben noch wirklich tatsächlich ein Mädchengymnasium bei uns im Ort, wo wirklich nur Mädchen unterrichtet werden. Und da gibt es meines Wissens nach aber auch gar keine Möglichkeit, irgendwie im Informatikbereich was zu machen. Da werden halt irgendwie Leistungskurse im Abi angeboten. Ja klar, Musik und ich weiß nicht was, alles wichtig und schöne Sachen. Aber wenn man sich da als Mädchen wirklich mal damit auseinandersetzen möchte, dann hat man da teilweise gar nicht die Chance, weil diese Kurse gar nicht angeboten werden. Und das ist natürlich sehr traurig, weil dann ist es klar, dass sie in ihre vorgezeichneten Rollenbilder sich entwickeln. Auch ein zweiter Kritikpunkt, den ich bei diesen Events oft, wurde er an meine Ohren herangetragen, bei der digitalen Bildung für Kinder und Jugendliche kommen dann die Eltern oder die Lehrer zu mir und sagen, ja, dann sitzt das Kind ja drinnen am Computer. Ja. Das Verrückte ist, das Problem ist, das Kind sitzt drinnen am Computer. Wenn das drinnen am Klavier sitzen würde, wäre alles okay. Ja, oder drinnen mit einem Buch und lesen. Alles okay. Hauptsache nicht vom Fernsehen und nicht am Computer, dann ist es okay. Wo ich dann immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten muss und sagen muss, ja, es kommt drauf an, was das Kind am Computer macht. Ne? Klar, es kann GTA spielen, das ist vielleicht pädagogisch nicht so wertvoll. Es kann aber sich auch eben weiterbilden, wie du sagst, mit Scratch. Ne? Das ist ja diese Programmiersprache, wo man diese If-Verzweigungen dann zusammenklickt und dann entsteht so ein visuelles Programm und das ist ja einfach verständlich. Oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kali. OP. Ja. Genau, ist auch so ein Paket, wo ja man so ein Stück Hardware bekommt. Das kann, glaube ich, die Farbe ändern, es kann Geräusche machen, es kann sich bewegen und so weiter. Und das ist eben sehr günstig zu haben und das kann man einfach programmieren. Ne? Das ist natürlich total wertvoll für das Kind. Im Grunde ist das wie Lego-Technik auf Steroiden, das Ganze. Richtig. Und ganz wichtig, vor allem nicht so teuer, weil die Lego-Technik-Dinger, die sind ja wirklich, das kostet ja teilweise mehrere hundert Euro. So ein Calliope, den kriegt man für, ich glaube, inzwischen 30 Euro mit allem drum und dran. Und da ist noch viel mehr drin. Der hat einen Lagesensor, einen Geschwindigkeitssensor, da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Und man steckt das Ding per USB-Kabel an den Rechner, macht eine Website auf und dann kann man anfangen zu programmieren. Das heißt, auch die Einstiegshürde ist mega gering. Und das ist tatsächlich auch genau die Plattform, die wir da bei dieser, ich weiß, mir fällt der Name nicht mehr ein, auf jeden Fall diese Programmierung für Kinder dort gemacht haben. Die sind da alle super schnell auch mit klargekommen. Das Ding, wenn man sich das anguckt, das sieht aus wie so eine, einfach eine Platine, wo was draufgelötet ist. Da darf man auch keine Berührungsängste haben, dass man da mal irgendwie was abbricht oder so. Aber die haben da schon sehr viel Arbeit reingesteckt, das sehr einsteigerfreundlich zu machen, auch für Kinder. Und da haben die Mädels genauso viel Spaß dran wie die Jungs, auf jeden Fall. Absolut. Und ich habe da auch Spaß dran. Ja, genau. Obwohl ich eigentlich schon ein paar Jährchen zu alt dafür bin. Aber ich finde das einfach cool, dass es diese Möglichkeiten jetzt gibt. Früher, ich hatte so einen Würfel-PC, so einen alten mit Glasbausteinmonitor und der konnte so ein paar Piepsgeräusche machen und alles war unfassbar teuer. Wenn man da was kaputt gemacht hat oder abgebrochen hat, ne, ich wollte natürlich auch wissen, wie funktioniert das und habe den Deckel aufgemacht. Ich kann mich an die großen Augen meiner Eltern erinnern. Das war nicht so ohne weiteres in Ordnung. Jetzt haben wir schon über IT-Ausbildung gesprochen und auch über das Studium der Informatik. Gibt es so eine Daumenregel, wo du sagen kannst, für wen passt was? Also ist das eine Typfrage oder eine Frage, was möchte ich hinterher machen? Ja, wahrscheinlich auch. Aber kannst du da so ein Muster erkennen? Ja, glaube ich schon. Also ich habe schon viele Sachen mitgemacht, sowohl Ausbildung, duales Studium, reines Studium und auch Erstausbildung, dann Studium gibt es ja auch ganz oft. Und das ist tatsächlich eigentlich immer individuell, sage ich mal, zu entscheiden. Aber so ganz grundsätzlich, glaube ich, weil ich auch viele Leute in der Prüfung habe, die dann tatsächlich vorher mal studiert haben und dann wieder in die Ausbildung gewechselt sind, dass es eher so ist, wenn ich wirklich was machen will, was Praktisches, was umsetzen will, was installieren will, programmieren will. Ich glaube, dann ist tatsächlich die Ausbildung besser geeignet. Und wenn ich halt eher ein breiteres Wissen aufbauen will, mich auch selber längere Zeit mit Themen individuell beschäftigen möchte, wie eben dieses klassische Theoriestudium in etwas einarbeiten,
und dann eben aber auch viel Theorie, viel Hintergrundwissen aufbauen will, dann ist es dann vielleicht doch eher das Studium. Und ganz oft starten ja, das hattest du auch gesagt, so die Studenten gerade ins Studium der Informatik und sagen, oh cool, endlich programmieren, Netzwerke, tralala. Und dann geht's halt los mit diesen, ja, keine Ahnung, Komplexitäten von Algorithmen oder so. Dann fragt man sich natürlich, was soll ich damit anfangen? Und dann sehen die halt nach ein, zwei Semester, Mensch, das hat überhaupt nichts mit Praxis zu tun. Und die wechseln dann rüber in die Ausbildung. Auf der anderen Seite, das kann ich jetzt auch für meine Azubis sagen, fast alle, wenn sie nicht gleich ein duales Studium gemacht haben, haben im Anschluss dort noch den Bachelor draufgesetzt und haben dann wiederum gesagt, Mensch, die Praxis, die ich in der Ausbildung mitgenommen habe, die hilft mir so unendlich weiter im Studium. Also wir haben zum Beispiel einen dualen Studienanbieter gehabt, der hat irgendwann mal gesagt, im zweiten Semester stellen wir jetzt um auf ein Modul, das hieß vorher halt Programmierung, wo man so ein bisschen if und for gemacht hat. Und jetzt haben die im zweiten Semester angefangen, tatsächlich Programmierparadigmen miteinander verglichen, so prozedural, objektorientiert, funktional, wo die Leute noch nicht eine Zeile Code vorher geschrieben haben. Und die meisten saßen da wie, ja, weiß ich nicht, also die haben davon überhaupt nichts verstanden. Und das sind so Sachen, da fragt man sich, wie kommen die da drauf? Da wäre ich natürlich vorher schon damit programmiert habe, vielleicht sogar tatsächlich mit drei unterschiedlichen Programmiersprachen mal wirklich was umgesetzt habe, dann nehme ich natürlich aus dem Studium viel mehr mit. Also so grob über den Daumen würde ich sagen, ran ans Machen, selber was umsetzen und das dann auch nicht, was man nicht vergessen darf, auch die Teamarbeit mit den Tools auch wirklich arbeiten, mal wirklich mit Kunden sprechen, Anforderungen aufnehmen und auch mal wirklich für die was umsetzen und am Ende auch sehen, Mensch, das wird ja in der Praxis eingesetzt und das ist halt nicht so ein Studienprojekt, was danach ja bewertet wird und dann packt das nie wieder jemand an. Also von daher, wenn ich da wirklich auch Resultate sehen will, ich glaube, dann ist die Ausbildung besser geeignet. In welchem Alter sollte ich mich mit der Frage beschäftigen? Gibt es auch so eine Hausnummer mit Ende, also Abitur oder schon vorher? Grundsätzlich würde ich sagen, so 10. Klasse ist eigentlich schon das Richtige, denn wie gesagt, grundsätzlich ist die Voraussetzung eigentlich nur in Anführungszeichen ein Realschulabschluss. Die Herausforderung wird heutzutage dann einfach nur sein, ein Unternehmen zu finden, das noch mit anbieten, weil die Tendenz geht ganz stark dahin, gerade für die Anwendungsentwicklung, dass dort eigentlich fast nur Abiturienten nachher in der Berufsschule sitzen oder sogar halt Leute, die das Studium abgebrochen haben. Ich kann aber, wenn ich ein Unternehmen finde, halt nach Klasse 10 mit der Ausbildung loslegen und was ich dann halt empfehlen würde, um zu gucken, ob das auch wirklich was für die Praxis ist, dann einfach auch ein Praktikum in dem Bereich zu machen. Und die ganzen Schulpraktika sind ja so 9., 10. Klasse. Da sollte man dann vielleicht schon mal gucken, mache ich das mal in so einem kleinen Systemhaus vor Ort oder was weiß ich, in der Versicherung, programmiere da mal was, um einfach auch zu sehen, ob das in der Praxis denn wirklich was für mich ist. Weil was ganz viele Schüler dann auch denken, so ich sage jetzt mal das klassische Klischeebild vom Nerd, geil programmieren, da sitze ich den ganzen Tag irgendwo in der Bude und muss mit niemandem reden. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Ja, so in der Praxis, so viel wie wir kommunizieren müssen, einfach sei es mit den Kunden, mit anderen Stakeholdern, natürlich mit anderen Entwicklern, wenn wir Pair-Programming machen etc., da ist nichts mit, ich sitze 8 Stunden nur alleine am PC. Und die Leute gibt es natürlich auch noch, die das Bild im Kopf haben. Also da kann ich nur sagen, so früh wie möglich ran an die Praktika und gerne auch ein freiwilliges Praktikum machen. Ne? Man ist nicht auf dieses eine Praktikum im Leben festgenagelt. Man kann auch mal in den Osterferien irgendwo in ein Unternehmen gehen. Die machen das gerne mit. Und dann hat man vielleicht noch ein bisschen besseren Eindruck. Und wenn man dann weiß, Mensch, IT könnte was für mich sein, dann ist es wahrscheinlich ratsam, direkt das Abitur noch nachzumachen oder nach der 10. Klasse einfach anzuhängen, weil man dann wahrscheinlich bessere Chancen hat, auch einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Du hast gerade schon zwei Schlüsselwörter gesagt. Also Kommunikation ist das A und O, weil als IT-Mensch, egal ob man jetzt studiert oder eine Ausbildung gemacht hat, man mappt ja im Grunde immer Kundenanforderungen auf technische Systeme. Man ist ja so ein bisschen Dolmetscher. Ne? Also man muss verstehen, okay, was möchte der Kunde oder was möchte mein Unternehmen erreichen? Und im zweiten Schritt, wie setze ich das technisch um? Welche Werkzeuge muss ich dafür nutzen und wie baue ich das zusammen? Das Beispiel von Lego ist gar nicht so verkehrt. Man kriegt so ein Bild gezeigt und das Unternehmen möchte da und dahin. Wie kann ich das jetzt erreichen? Und natürlich muss man immer wieder kommunizieren und sagen, okay, ich mache das so, ich mache das so, ich mache das so. Einmal mit seinem Team, also mit anderen technischen Fachleuten und natürlich einmal auch dem Kunden oder dem Abteilungsleiter gegenüber, dass man immer sagt, okay, ich mache jetzt das, weil das ist aus dem und dem Grunde sinnvoll und das dauert noch so und so lange. Also auch Kommunikation ist das A und O. Man wird auf gar keinen Fall zum stereotypischen Hollywood-Entwickler-Kellerkind, der in der Matrix lebt oder so. Ja, definitiv nicht, nee. Hast du Tipps für die Ausbildung und den Beruf? Also wie absolviere ich die Ausbildung erfolgreich? Du hast eben schon Praktika angesprochen. Das habe ich persönlich gemacht. Also ich habe immer neben dem Studium gearbeitet oder in den Ferien gearbeitet, weil A, mir das Spaß gemacht hat, B, ich das Geld brauchte und C, ich ja immer gedacht habe, okay, ich studiere IT, das sieht jobmäßig gut aus, also möchte ich auch in dem Bereich arbeiten und fange jetzt nicht an zu kellnern oder so, weil das sollte schon irgendwie alles stimmig sein und zusammenpassen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es jetzt um die Ausbildung geht, Praktikum im IT-Bereich ist natürlich auch viel mehr wert als zum Beispiel, was weiß ich, eine 1 in Mathe oder sowas. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber egal ob Ausbildung oder Studium in der IT, finde ich es eigentlich wichtig, dass man den Dingen auf den Grund geht, versucht zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert und nicht einfach nur Anwender ist. Man will ja zum Schöpfer dessen werden, was der Computer dafür einen machen soll zum Beispiel. Und das geht, finde ich, auch nur durch Praxis. Da bin ich ganz bei dir. Also machen, selbst entwickeln, selbst ein Netzwerk zusammenstöpseln, das geht heute einfacher denn je. Wir können mit virtuellen Maschinen das auf einem Laptop hochziehen, was ich früher tatsächlich noch mit physikalischen Maschinen mir selber zusammenbauen musste, mit ja, teuer bezahlter Hardware. Und das ist heute alles verfügbar, sei es als Online-Lernplattform oder bei mir auf dem Laptop. Und was ich meinen Azubis immer mitgebe, aber auch den Studenten natürlich, Fragen, Fragen, Fragen. Ja? Ich sage immer in der Ausbildung, die haben einen Job und zwar lernen. Und das können sie nur, wenn sie sehen, sie haben irgendwas nicht verstanden oder sie wissen es noch nicht. Und dann müssen sie halt auch aktiv vielleicht auf Leute zugehen und einfach mal fragen, wie es ist. Und man sollte sich auch nie zu schade sein, etwas nachzufragen. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute irgendwie im Meeting sitzen und alle tun so, als wüssten sie, was die ganzen 3 Buchstaben-Akronyme heißen. Aber wenn man mal genau nachfragt, dann ist da nichts dahinter. So, ne? Und dieses Buzzword-Bingo, das wollen wir, glaube ich, nicht, gerade in einer fundierten Ausbildung. Also das finde ich ganz wichtig, dass man sich nicht zu schade ist, irgendwie nachzufragen, wenn man es nicht verstanden hat. Und dann ansonsten Selbstverantwortung auch zeigen, sind nicht darauf verlassen, dass man alles vorgekaut kriegt, entweder vom Professor oder vom Ausbilder. Man muss selber auch aktiv werden. Und es ist nicht dieses Betanken von draußen, auch wenn ein Bachelorstudium mir auch stark in Richtung Schule geht, dann habe ich meinen Stundenplan und dann passt das schon alles. Aber ich muss auch selbst aktiv werden. Ich muss mich selbst rangeben, vielleicht auch mal am Wochenende ein bisschen was selber ausprobieren oder abends. Einfach vielleicht will ich mal ein Buch lesen, einen Videokurs sich angucken. Einfach Interesse zeigen und Neugier. Das finde ich eigentlich ganz wichtig. Das ist, glaube ich, in der IT absolut essentiell, was du ansprichst. Und zwar, das Lernen endet nicht mit Ausbildungsabschluss oder mit Studiumsabschluss. Also die IT ist wirklich ein Berufsfeld, wo kontinuierliches Lernen zwingend erforderlich ist, einfach weil sich so schnell so viel Neues dazu entwickelt. Also die Konzepte, das stelle ich jetzt fest, nach über 16 Jahren Erfahrung, die bleiben oft ähnlich, aber dennoch gibt es doch noch so einen Kniff oder so einen Dreh, warum eine neue Technologie sinnvoll ist. Oder in einer speziellen Nische ist es sinnvoll. Und das alles da frisch zu bleiben und sich das immer wieder reinzufahren. Früher gab es nur die physikalischen Server, wie du eben gesagt hast. Dann kam irgendwann die virtuelle Maschine dazu. Die gibt es jetzt auch schon einige Jahre. Seit ein paar Jahren gibt es Containerisierung. Die Containerisierung reicht nicht mehr. Man orchestriert die Containerisierung mit Kubernetes-Clustern und so weiter. Na, also man legt immer noch eine Schippe drauf und man muss ganz viele Konzepte miteinander verknüpfen können und da immer kontinuierlich dranbleiben, damit man das versteht und nicht abgehängt wird. Nach Berufseinstieg, hast du denn Tipps, wie man sich da fit hält? Also du hast eben gesagt, ein Buch lesen, das ist jetzt offensichtlich. Ich schaue oft, also ich lese relativ viel im Internet und gucke mir auch Udemy-Kurse oder Linux Academy-Kurse an. Das ist fast, wenn man so einen Einstieg in so ein Thema haben will, oftmals geht das schneller, als wenn man das Buch liest, weil ein Buch natürlich immer noch fundierter ist. Gibt es da Quellen, die vielleicht auch ein Azubi gezeigt hat, die du ganz besonders empfehlen kannst? Ja, da suche ich auch immer danach. Ich würde aktuell sagen, es hängt ganz, ganz stark vom Lerntyp ab, tatsächlich. Podcasts sind natürlich immer ganz wichtig. Absolut. Steht ganz oben auf meiner Liste, klar. Also meine Azubis werden auch gezwungen, sich meinen anzuhören. Das ist ganz klar. Aber auch da merke ich halt, es gibt halt auch Azubis, die können das nicht nur mit dem Hören lernen. Auch nicht nur durch Lesen. Da brauchen die halt wirklich Videokurse. Also das ist natürlich eine Tendenz, die sehe ich. Da wird ganz viel gemacht. Auch jetzt gerade in Corona-Zeiten haben natürlich auch viele Ausbilder umgestellt und alles digitalisiert in Form von Videos oder anderen Medien, die man da konsumieren kann. Ich persönlich bin tatsächlich ein starker Freund von Büchern. Ich lese auch ganz viele Bücher mit den Azubis während der Ausbildung. Ist aber natürlich, muss ich sagen, schon ein ziemliches Brett für die, weil die meisten sind halt eher gewohnt, wirklich inzwischen mit Videos zu lernen, ganz ehrlich. Wir haben auch verschiedene Plattformen, die wir selber einsetzen. Ich selber habe einen Pluralsight aber zum Beispiel oder was sehr gut ist, tatsächlich auch Udemy, hat es glaube ich auch gerade gesagt. Da haben wir von Linux-Kursen bis, keine Ahnung, meine erste eigene Android-App und so. Muss man natürlich immer gucken, dass die Kurse qualitativ auch passen. Aber das ist halt genau der Vorteil, wenn ich, egal ob Studium oder Ausbildung, ich kann ja mal einen Professor vielleicht fragen oder meinen Ausbilder, ob da der Kurs passt oder nicht. Das heißt, auch da kann ich mir ja Hilfe holen. Und da würde ich einfach gucken. Ich selber mache es auch so, wenn ich in eine ganz neue Technologie einsteige, gucke ich mir auch erstmal einen Videokurs dazu an, weil man es einfach dann praktisch sieht. Und das Buch ist halt dann auch irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man da ein bisschen Interaktivität reinbringen will. Aber sobald ich dann merke, so, ja, das ist jetzt was für uns zum Beispiel, für den produktiven Einsatz, dann würde ich mir auf jeden Fall ein vernünftiges Buch dazu durchlesen. Das wäre jetzt meine Vorgehensweise, ja.
Ich bin auch absolut schmerzfrei. Ich gucke mittlerweile die Udemy-Videos, ne, um so ein Gefühl von der neuen Technologie zu bekommen. Ich gucke die auf dem Handy, in der Bahn oder so. Das lässt sich dann super organisieren. Und gerade wenn man jetzt so ein O'Reilly-Buch immer mitschleppt, dann ist es doch manchmal unpraktisch. Also so ein Buch, da muss man Zeit für mitbringen, genau. Aber so schnell was drüber gucken oder man hat was gehört, okay, ich möchte das verstehen. Oder auch komplexe Konzepte, die man einfach visualisiert dann verstehen kann, ne, wie Blockchain zum Beispiel. Da eignet sich natürlich ein Videokurs, um mal so einen Überblick zu bekommen, auf jeden Fall. Hast du so eine Faustregel, wie viel Zeit man ungefähr für die Weiterbildung einplanen sollte? Also pro Monat, ich sag mal 3 Stunden oder pro Woche 1 Stunde oder sowas. Ist dir sowas schon mal untergekommen? Nee, so pauschalen kenne ich es nicht. Von anderen Unternehmen vielleicht so, dass man so diesen von Google abgeguckten Technical Friday oder sowas hat, wo man sich irgendwie damit auseinandersetzen darf. Also quasi 20% der Arbeitszeit, wenn man so will. Aber ich mache das immer ganz stark abhängig von der aktuellen Phase, wo ich gerade bin. Also wenn ich gerade mit einem Projekt bin und ich brauche eine neue Technologie, dann dauert es vielleicht mal ein bisschen länger. Aber sobald die dann drin ist und es läuft, dann brauche ich vielleicht auch nicht mehr ganz so viel für Weiterbildung. Also so eine Pauschale finde ich immer ganz schwierig. Ich finde immer nur wichtig, dass man einfach dranbleibt und das auch zur Normalität werden lässt und nicht sagt so, ach Mensch, ja, ich bin jetzt Entwickler seit 10 Jahren, mache seit 10 Jahren die gleiche Sprache, was soll da noch kommen bis zur Rente? Also das geht natürlich nicht. Von daher schwer zu sagen. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, muss ich das in meiner Freizeit machen oder darf ich das während der Arbeitszeit? Das ist ja auch längst nicht überall gegeben. Wie gesagt, es gibt auch diese kleinen Läden, wo dann auch einfach nicht viel Zeit für Weiterbildung ist. Man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen, so nach dem Motto. Und ich finde immer, man darf sich als ITler nicht damit rausreden, ich habe keine Zeit während der Arbeitszeit. Ich kann mich nicht fortbilden. Sondern das ist meine persönliche Verantwortung für mich, dass ich in meinem Leben auch in 20 Jahren in der IT noch einen Job habe. Und das kann ich nicht auf meinen Arbeitgeber abwälzen, egal ob ich vorher studiert habe oder eine Ausbildung gemacht habe. Und wenn mein Arbeitgeber mir das nicht gibt, dann muss ich das halt, also muss meiner Meinung nach, ich das in meiner Freizeit machen. Das ist meine Verantwortung. Wert des Humankapitals wäre, glaube ich, der BWL-Begriff, dass man den hochhält, genau, und dass man sich da nicht völlig vom Markt wegentwickelt und nur noch genau in diesem Unternehmen auf dieser Position funktioniert. Also bei mir, ich habe festgestellt, die Weiterbildung erfolgt bei mir immer mit so Spitzen. Ich mache ja viel Projektgeschäft, wenn es da hektisch ist, dann habe ich nicht so viel Zeit, aber dann gibt es immer mal wieder so die, wo ich mir da doch am Wochenende wirklich das Buch nehme oder den Videokurs komplett mache, ne, dann setze ich mich 4 Stunden hin und schaue mir das alles an oder ich bookmarke mir hier mit Read It Later mir interessante Artikel zu irgendwie, okay, wie funktioniert Quarkus, was ist die Graal-VM und so, ne? Ich bookmarke mir das und dann habe ich oft mal so an einem vollen Arbeitstag, irgendwie kommt man aus einem Meeting raus um 10.40 Uhr, um 11 Uhr ist das nächste und jetzt hast du so einen 20-Minuten-Slot. Das reicht nicht, um irgendwie tief einzusteigen ins Coding oder so. Und das ist, 20 Minuten ist gerade so ein blöder Zeitblock, ne? Da kannst du nicht so richtig eintauchen, aber es ist auch schon viel zu viel Zeit, um das einfach zu vertändeln an der Kaffeemaschine. Also kann man sich so einen Artikel durchlesen oder ein Video bei YouTube dazu angucken oder manchmal gibt es bei Heise so Hands-on-Artikel, die finde ich ganz cool, dass man so ein Gespür dafür kriegt, okay, welches Problem wird damit gelöst, wie verbreitet ist das System, hat das Zukunft, hat das nicht Zukunft, sodass man einfach so eine Vogelperspektive auf eine neue Technologie bekommt. Absolut. Kann ich vielleicht noch 2 Sachen ergänzen? Also, wo du es gerade sagtest, das mache ich auch. Es gibt eine schöne Open-Source-Software dafür. Wallerback heißt sie. Kann man sich auf dem eigenen Server installieren. Dann kriegt man den Kram auch quasi auch aufs Handy synchronisiert und quasi die ganze Werbung wird ausgeblendet und alles, was dazugehört. Kann man auch ein bisschen was dabei lernen, wenn man die Software installiert. Ja. Das finde ich super. Das nutze ich dann zum Beispiel, was weiß ich, morgens beim Frühstück ein bisschen was nebenbei lesen, anstatt irgendwie, keine Ahnung, Spiel.de rauf und runter zu scrollen. Und um das Ganze so ein bisschen auf die Praxis zu übertragen, wie ich es mit meinen Azubis mache. Es steht tatsächlich jetzt seit neuestem in dem neuen Ausbildungsplan. Dieses lebenslange Lernen ist ein expliziter Punkt, den ich schon während der Ausbildung wirklich lernen muss. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das in der Praxis? Ich habe es für mich so gelöst, dass wir immer zum Ende der Woche, so freitags, also bei uns ist Versicherung, ist immer 12 Uhr Feierabend fast, so 11:30 haben wir so einen Termin mit allen Azubis und mir und meinem Mitausbilder. Wir reden immer über den sogenannten Link der Woche bei uns. Das heißt, die Azubis sind angehalten, jede Woche irgendwie eine Ressource zu finden, mit der sie was gelernt haben. Also kann ein Buch sein, ein Video oder eben so ein Artikel, wie auch immer. Das muss auch gar nicht zwangsläufig was mit IT zu tun haben. Ganz oft hat es natürlich logischerweise. Aber es ist quasi eine regelmäßige Aufgabe. Jede Woche muss ich aktiv werden und mir irgendwas suchen, woran ich was lernen kann. Und so kann man das natürlich ein bisschen in die Praxis überführen. Wir tauschen uns dann einmal die Woche aus, nehmen uns die Zeit dafür, lernen was von den anderen, wo die Sachen herhaben, was sie gut finden, lernen vielleicht nochmal neue Themen darüber kennen. Und ich habe halt so ein bisschen auch diesen Zwang, dass ich mich einfach damit beschäftigen muss jede Woche.
Jetzt noch eine Frage, und zwar haben wir eben schon über die Covid-19-Pandemie gesprochen. Tendenziell beschleunigt das ja die Digitalisierung, beziehungsweise die Unternehmen und auch die Behörden haben natürlich erkannt, dass Fachverfahren, wo physikalische Ordner aus dem Regal geholt werden müssen, um irgendwas nachzuschlagen, tendenziell ungünstig sind, wenn keiner im Büro sein darf. Erhoffst du dir von diesem Lerneffekt, der jetzt dadurch eingetreten ist, eine positive oder eine negative Effekte für die IT-Ausbildung? Ja, das kann ich nur mit "es kommt drauf an" beantworten, wie es sich gehört. Also da habe ich auch jetzt ganz viel, jetzt gerade durch die Corona-Pandemie gab es natürlich auch viele Ausbilderstammtische und so online und da konnte ich natürlich auch, sag ich mal, über die Grenzen meines Landkreises hinweg mal an anderen teilnehmen und da habe ich halt also auch wieder das volle Spektrum gesehen von Ausbildern, die in der Corona-Pandemie zwar die Azubis alle zu Hause haben, aber dann wirklich ohne Witz um 6:30 morgens musste im Videocall jeder einmal sagen, dass er schon aufgestanden ist, so nach dem Motto, also quasi die volle Kontrolle bis ins Schlafzimmer, sag ich mal. Bis hin zu, ja, die Azubis sind alle in der Firma, aber die ganzen Ausbilder sind im Homeoffice, weil Azubis dürfen ja nicht im Homeoffice arbeiten zum Beispiel. Und da ist natürlich dann eine Betreuung gar nicht möglich. Also da gibt es die wildesten Sachen. Es gibt aber auch Betriebe, die das richtig gut genutzt haben, die halt sehr schnell auch ihre Inhalte umgestellt haben, die Lern-Apps eingeführt haben, Plattformen oder sowas wie Moodle, so ein Online-Kurssystem, die selbst tatsächlich auch dann Videos aufgenommen haben oder tatsächlich sogar Podcasts, die sind dann vielleicht nicht öffentlich, aber für das Unternehmen eben zugänglich. Also diese Krise zeigt, wie es eigentlich immer ist, genau diese zwei Seiten. Entweder sagen Leute, ja, ist doch egal, die Azubis haben mich vorher schon nicht interessiert, jetzt noch weniger. Oder die Leute geben halt richtig Gas und versuchen, die mit an Bord zu holen quasi. Insgesamt glaube ich, dass es der Digitalisierung in Deutschland sehr zuträglich war, diese Epidemie. Ich kenne aber auch leider schon wieder genug Unternehmen, die eigentlich nur darauf warten, dass es endlich vorbei ist, damit die Leute endlich wieder ins Büro kommen können, damit sie wieder kontrolliert werden können, so nach dem Motto. Ich hoffe, dass das Positive überwiegt. Also aus meinem Umfeld glaube ich, das sieht danach aus. Ja, gibt aber glaube ich auch Unternehmen, die dann trotzdem konservativ bleiben und wieder zurück zum Alten wollen. Ganz sicher. Aber man hat gelernt, es geht irgendwie, wenn es muss. Richtig, ja. Also das ist ja sehr, sehr überraschend, finde ich auch. Unternehmen, die seit Jahren nie auf die Idee gekommen wären, Leute nach Hause zu schicken, die mussten es jetzt machen und haben jetzt halt gelernt, ja, es geht ja auch. Und es geht auch, ohne dass ich 5-mal am Tag vorbeigucke, ob der da auch wirklich noch sitzt und arbeitet, so nach dem Motto. Also das finde ich schon eine sehr gute Entwicklung, ja. Ja, und ich denke, die haben auch gesehen, dass die Reisekosten deutlich zurückgegangen sind und ja, wir haben auch mal durchgerechnet, ja, wie wäre das, wenn wir ein Drittel an Bürofläche sparen? Och, ne, also wird auf einmal aus der Controlling-Abteilung kommen ganz andere Töne. Wahrscheinlich dann, ja. Was ich allerdings sehr schade finde, muss ich sagen, ist, dass die Anzahl der Ausbildungsplätze deutlich zurückgegangen ist in dem Corona-Jahr. Also jetzt gerade nur für die Anwendungsentwickler deutschlandweit 14% weniger Ausbildungsplätze. Das ist heftig. Weiß nicht, ob es wirklich nur an Corona liegt oder ob die Leute jetzt die Chance gesehen haben, aber jetzt nehmen wir doch weniger. Weil ich also aus meinem Umfeld wieder ist es eigentlich fast gleich geblieben. Das Einzige, was die Leute jetzt davon abgehalten hat, wieder auszubilden, war diese Neuordnung eigentlich, weil die so viele Unsicherheiten mitbringt. Aber die meisten haben gesagt, ja, wir haben den gleichen Bedarf wie vorher. Aber tatsächlich deutschlandweit, also über 10% zurückgegangen im Bereich der Anwendungsentwicklung, das finde ich nicht gut, weil ich glaube, das ist eine der Kernbereiche, die wir in Zukunft auf jeden Fall brauchen. Ne? Selbst wenn wir alle von KI gesteuert werden, irgendwer muss die KI ja mal programmiert haben. Ja, das finde ich erschreckend. Also da hoffe ich, dass es im nächsten Jahr dann wieder ein bisschen besser wird. Ja, und die Autohersteller rüsten jetzt auch mit Softwareentwicklern en masse auf. Also ich glaube, da gibt es Nachholeffekte im nächsten, übernächsten Jahr oder vielleicht noch 2-3 Jahre danach, dass man sich dann wieder traut und sagt, okay, wir müssen modernisieren, weil wenn das Ding nochmal passiert, ne, also ich ulke manchmal rum mit vollen, wo ich dann sage, stellt euch mal vor, das wäre 1980 passiert, die Pandemie. So, da wäre mit Homeoffice, da hätte man vielleicht ein bisschen telefonieren können, aber das wäre einfach mal Game Over gewesen. Ja, absolut. Ja. Zumindest was die Produktivität angeht, ne? Da hättest du gar nichts machen können. Und jetzt ist immerhin schon, auch in manchen Ecken der Republik ist es langsam, aber immerhin ist das Internet schon mal verbuddelt und hat einigermaßen akzeptable Datenraten in den bevölkerteren Schichten, ja. Ja, das kann ich auch aus der Hochschule berichten. Da gibt es auch Leute, die, ja, also jetzt aus Professorinnen und Professorinnen-Sicht, die machen quasi ihre Folienpräsentationen jetzt von zu Hause und filmen das ab. Also original, als würden sie im Klassenraum stehen wie vor 20 Jahren. Aber es gibt halt auch Leute, die nutzen die Technik, die machen dann, was weiß ich, in Teams auch mal so einen Gruppenraum, wo die Leute dann unter sich arbeiten können. Also wirklich ein bisschen mehr Interaktivität und so. Auch das, glaube ich, steht und fällt immer mit den Personen, die das dann umsetzen. Ja.
Ja, ganz allgemein vielleicht. Ich habe jetzt ganz viel über die Ausbildung berichtet. Ich bin davon sehr überzeugt. Ich mache das seit vielen Jahren. Ich finde die Ausbildung super und ich glaube, dass man dadurch gute Arbeitskräfte gewinnen kann. Das heißt aber nicht, dass ich das Studium in irgendeiner Weise kleinreden will. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um in die IT insbesondere auch einzusteigen. Und es hängt halt immer von den Personen ab. Was möchte man? Wo will man vielleicht Schwerpunkte setzen? Und natürlich auch vom Unternehmen. Eine Ausbildung ist wirklich eine Investition in die Zukunft, aber es kostet und es kostet nicht nur ein bisschen Geld, sondern vor allem auch Arbeitskraft und Arbeitszeit. Denn die Ausbilder, Ausbilderinnen, die müssen sich wirklich intensiv mit den Leuten beschäftigen. Vielleicht ein Appell vielleicht an die Zuhörer, wenn zumindest die Idee sein könnte, ach Mensch, so eine Ausbildung mal anzubieten. Ich finde es eine super Sache. Man kriegt Leute, die werden ins Unternehmen gebunden, die kennen das Unternehmen, die können quasi ab dem Tag der bestandenen Prüfung mitarbeiten. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Dafür möchte ich ein bisschen Werbung machen. IT-Fachkräfte sind ja auch tendenziell loyale Arbeitnehmer. Habe ich mal eine Statistik gesehen, dass sie schon übermäßig loyal sind und nicht so oft die Firma wechseln. Also es lohnt sich tendenziell dann wahrscheinlich für ein Unternehmen noch mehr, wenn ein Azubi die Ausbildung durchlaufen hat, bleibt er vermutlich auch einige Zeit im Unternehmen. Ja, genau. Ja, das war mein Schlusswort. Mehr habe ich nicht. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und abonniert unseren Podcast und schaut auf skillbyte.de/blog vorbei für weitere spannende Themen aus der IT-Welt. Ich danke dir von Herzen für diese wunderbare Episode zum Thema digitale Bildung in Deutschland. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.